Hallo, willkommen zu einem kleinen Programmierbeispiel, wie wir eine Übungsaufgabe lösen, die wir im Tutorium hatten. Und zwar geht es um Übungszettel 3, die Aufgabe 3.1 mit den Seemännern und dem Affen. Ihr könnt das Video hier mal kurz anhalten und euch die Aufgabe durchlesen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Es kommen N Seemänner auf eine Insel und sie haben eine bestimmte Anzahl Kokosnüsse und jeder in der Nacht legen sich alle Seemänner schlafen. Jeder Seemann wacht der Reihe nach auf, teilt den Stapel Kokosnüsse in N Stapel, versteckt seinen Teil und legt die einer von diesem nochmal von vorne. Machen wir das hier mit 5 Seemännern. Jedes Mal, also die 5 Seemänner schlafen und jeder wacht auf und teilt den gesamten Stapel in 5 Stapel, weil es 5 Seemänner sind. Eine Nuss bleibt über, diese Kokosnuss kriegt der Affe. Dann versteckt der Seemann seinen Stapel und die 4 Stapel werden wieder zusammengelegt und bilden wieder einen großen Haufen. Dann wacht der nächste auf und so weiter und so weiter. Und am nächsten Morgen wachen alle auf, wundern sich, dass der Stapel kleiner geworden ist. Keiner sagt was. Dann teilen sie die Nüsse unter sich auf und dieses Mal bleibt keine einzige Nuss über. Und die Aufgabe ist jetzt, mit welcher Anzahl der Kokosnüsse sind die Seemänner gestartet? Und man soll erstmal das für 5 Seemänner machen und dann nachher für K-Seemänner. Ich gehe an solche Aufgaben immer ran, indem ich mir angucke, was passiert überhaupt. Wir haben hier Regeln, die erfüllt werden können oder nicht erfüllt werden können. Also konkret haben wir hier 2 Regeln. Wir haben einmal die Regel, dass der Stapel der Nüsse in N-Stapel aufgeteilt wird und eine Nuss überbleibt. Und wir haben die Regel, dass der Stapel in Stapelnüsse in N-Stapel aufgeteilt wird und dass keine Nuss überbleibt. Diese 2 Fälle müssen wir kombinieren, müssen wir produzieren und dann müssen wir sie einfach nur hintereinander verketten und gucken, dass das auch alles aufgeht. Und genau nach dieser Methode werde ich das Programm auch schreiben. Es gibt andere Wege, das zu schreiben. Die sind dann von anderen Denkansätzen motiviert, die benutzen andere Techniken. Aber ich mache das meistens so, dass ich mir sage, ich habe eine Regel und diese Regel kann dann fehlschlagen. Also fangen wir einfach mal an. Wir schreiben Module Monkey, where erstmal haben wir wir machen das erstmal ein bisschen klarer. Wir haben erstmal Segler, also Seemänner. Das sind Sailors und wir haben Nüsse, das sind auch Ints. Das hilft uns, unsere Typsignaturen etwas sprechender zu machen. Und ja. Und dann schreiben wir erstmal eine Version, wo wir die Nüsse aufteilen auf die Seemänner und eine Nuss für den Affen bleibt über. Das nenne ich dann Nut with Monkey. Und das hat den Typ, wir kriegen die Anzahl der Seemänner, wir kriegen die Anzahl der Nüsse und wir kriegen eventuell Nüsse wieder zurück. Weil wenn wir dem Affen eine Nuss abgeben, dann verstecken wir auch unseren Stapel. Das ist in der Regel gleich mit drin. Und deswegen, das geht entweder auf oder das geht nicht auf. Und SN ist dann, wenn die Nüsse mod die Anzahl der Seemänner 1 ist, dann sind wir zufrieden. Dann ist das just irgendwas, was wir gleich nur schreiben. Und else ist es einfach nothing. Und was es ist, ist, wir machen n div s mal n minus 1. Ich meine s minus 1. Das heißt, das n-div-s teilt das ganzzahlig, schmeißt die eine Nuss weg, die wird halt implizit durch das div abgezogen
Und wir multiplizieren mit der Anzahl der Seemänner minus 1, weil der Seemann, der das gerade aufgeteilt hat, seinen Stapel wegnimmt. Das heißt, es bleiben nur noch S minus 1 Stapel über. Und damit haben wir diesen Fall schon abgedeckt. Das zweite, was wir machen, ist dann, wenn wir keinen Affen haben, dann haben wir auch wieder Segler, dann haben wir auch wieder Nüsse und dann kriegen wir, dann interessiert es uns nicht, weil die sollen ja aufgehen. Das heißt, es interessiert uns nicht, wie viele Nüsse wir über haben, weil wir haben keine Nüsse über, wir haben sie alle verteilt. Deswegen geben wir einfach nur ein Unit zurück oder ein Nothing. Und wenn n, jetzt müssen wir machen n mod s gleich gleich 0. Das heißt, wenn wir die Nüsse auf die Segler aufteilen können, dann ist das okay. Ansonsten ist das nicht okay. So, jetzt haben wir unsere zwei Fälle beschrieben. Diese Funktionen waren jetzt sehr einfach zu schreiben. Und jetzt müssen wir sie nur noch zusammenstecken. Und da wir hier in der Maybe-Monade sind, können wir einfach Do-Notation nehmen. Das heißt, das Programm, was wir haben, ist jetzt, wir kriegen eine Anzahl an Sailern, wir kriegen eine Anzahl an Nüssen und wir kriegen eine Anzahl an Maybe-Nüssen zurück. Und was wir dann machen, ist einfach, wir machen Do. Und nehmen wir jetzt mal an, wir hätten nur 5 Segler, nur 5 Seemänner, dann würden wir machen eine Nuss mit dem Monkey mit SN. Das, was wir hier zurückkriegen, ist dann unser N' und dann machen wir dasselbe nochmal, das heißt, wir kriegen N' und so weiter. Das wird nachher noch schöner. Ich will jetzt nur erstmal drauf hinaus, wie man auf die Lösung kommt. Das Spielchen machen wir jetzt hier noch ein paar Mal. Und ja, mir wird das zu blöd. man kann sich denken, wie das dann hier weitergeht. Und dann machen wir, wenn wir am Ende teilen wir das auf alle auf. Das heißt, wir machen Nut without Monkey und das ist dann SN. 5 Striche müssten wir dann haben, wenn wir es 5-mal gemacht haben. Das wird mir alles zu blöd. Und deswegen gibt es jetzt zwei Methoden, wie wir das ineinander stecken können. Das erste ist, wir können es direkt ineinander stecken, wenn wir hier die Do-Notation auflösen. Dann können wir das einfach mit Bind ineinander stecken. Und das, was aus diesem Gesamten rauskommt, ist dann in diesem Falle N'. Das heißt, wir können das so machen, wir können die so hintereinander hängen. Wir können aber auch die Dinge direkt hintereinander hängen, indem wir das N auch noch weglassen. Das heißt, wir geben das N gar nicht erst an. Und was wir hier haben, ist, ich mache das mal gerade etwas ordentlich, dann kann ich das vernünftig zeigen. Oh. So. Genau. Wenn wir einfach nur Nut with Monkey S nehmen, also den markierten Teil jetzt, ohne den zweiten Parameter, dann hat das, wenn man nach unten hinguckt, den Typen Nuts nach Maybe Nuts. Und diese Sachen können wir miteinander verbinden. Wenn wir jetzt, wir wissen, das hier ist zum Beispiel vom Typ A und das hier ist einfach nur eine Monade. Dann können wir jetzt einmal nachgucken auf Google. Wir haben etwas vom Typen A nach, sagen wir ruhig, nach in die Monade nach B.
Und wir haben ein B und etwas in die Monade nach C. Und wir hätten gerne ein A in die Monade nach C. Das sieht jetzt erstmal kruder aus, aber was das tut ist, auf unser Beispiel übertragen haben wir hier Nuts und Maybe Nuts und wieder Nuts und wieder Maybe Nuts und wollen, dass die beide komplett zusammengefügt werden. Also wir wollen quasi diese zwei Funktionen ineinander stecken. Und wenn wir das machen, dann kriegen wir hier den Classly Arrow raus. Der ist in Control Monad. Und deswegen holen wir jetzt, importieren wir einmal kurz Control Monad. Und dann können wir das auch schreiben als not with Monkey hätte ich gerne, danke. So. Wenn wir uns das hier jetzt einmal vom Typen angucken, nicht das, sondern diesen gesamten Ausdruck, hat er wieder den Typen Nuts nach Maybe Nuts. Und das gesamte Ding ist wieder ein Maybe Nuts. Das heißt, wir haben hier diese Funktion, Nut with Monkey, und der übergeben wir jetzt die Seemänner. Und jetzt haben wir eine Funktion Nuts nach Maybe Nuts. Und das dahinter ist wieder, das zweite hier, ist wieder eine Funktion Nuts nach Maybe Nuts. Und wenn wir die beiden jetzt hintereinander ausführen wollen und einfach ineinander stecken wollen, benutzen wir hier diesen Classly Arrow. Der hat in unserem Fall hier unten den Typen Nuts nach Maybe Nuts, nach Nuts nach Maybe Nuts, nach Nuts nach Maybe Nuts. Das heißt, wenn wir das zusammenstecken, kriegen wir wieder eine Funktion raus, Nuts nach Maybe Nuts. Und in die packen wir dann hier unsere Nuts rein und kriegen dann unsere Maybe Nuts zurück. Das heißt, wenn wir jetzt, das Ganze fünfmal machen wollen, dann können wir jetzt einfach Copy-Paste machen und sagen, das. Und was hier rauskommt, ist dann natürlich ein N-Strich. So. Jetzt erkläre ich erstmal den Rest. Wir haben das jetzt hier dreimal gemacht. Eigentlich müsste ich das jetzt hier noch zweimal machen. Das spare ich mir hier jetzt gerade, weil wir machen das gleich noch einfacher. Wir führen das hier fünfmal hintereinander aus. Also die Regel wird in diesem Falle bei fünf Seemännern fünfmal angewendet auf die ursprünglichen Nüsse. Wir kriegen, wie viele Nüsse noch über sind. Dann teilen wir die Nüsse hier noch einmal auf. Und wenn wir die Nüsse dann noch einmal aufgeteilt haben und das auch aufgegangen ist, dann geben wir zurück, wie viele Nüsse wir ursprünglich hatten. Das ist, wenn die Idee ist, wenn... wenn dieser gesamte markierte Do-Block überlebt wird, also wenn hier kein Nothing rauskommt, dann haben wir eine gültige Lösung. Das heißt, dann wurde keine Regel verletzt. Wenn da irgendwie Nothing an irgendeiner Stelle rauskommt, wurde eine Regel verletzt und wir machen dann weiter. Und wie man das dann anwendet, ist, wir können einfach sagen, die Solution ist, wir nehmen eine Anzahl an Seglern und geben maybe eine Anzahl an Nüsse wieder. Und machen dann einfach Solution S ist M-Sum SMS gefmapped nach 1. Das sieht mächtig nach Voodoo aus. Was macht das? Wir nehmen einfach mal die Teile auseinander. Das hier hinten, das... Oh, ich sollte keine Pass-Errors reinmachen, wenn ich den Code markieren möchte. Ich habe noch einen alten GHC hier drauf, einen 7.8er, deswegen muss ich Control Applicative oder Data Functor, eins von beiden, importieren, um diese Infix-Notation zu haben. Was wir jetzt hier haben, ist einmal die Liste
1 bis unendlich, was, wie er hier schon richtig sieht, eine Liste von Nuts sind. Also einfach nur eine Liste von Zahlen. Eine Liste von möglichen Kandidaten. Und was wir machen, ist, wir wenden die Funktion SM, also SM mit den Zählern an. Und das ist eine Funktion Nuts nach Maybe Nuts. Und diese Funktion fmappen wir hier rein. Was wir aus diesem gesamten Ding kriegen, ist dann eine Liste von Maybe Nuts. Wir probieren erst die 1, dann probieren wir die 2, dann probieren wir die 3, dann probieren wir die 4 und so weiter und so weiter. Und das erste Ding gibt uns höchstwahrscheinlich nothing raus, das zweite gibt uns nothing und so weiter und so weiter. Und irgendwann am Ende kriegen wir einmal just 1000 oder irgendwie sowas. Und das wollen wir haben. Und das macht diese nette Funktion msum. Die macht aus einer Liste von Maybe Nuts eine Maybe Nut. Und zwar gibt die uns den ersten Just-Fall zurück. Die schmeißt so lange alle Nothings weg, bis der erste Just-Fall kommt. Das Ding heißt msum, weil es die Summe auf dem Monoid ist. Und die Summe auf Maybe ist so definiert, dass... die Summe auf Maybe ist so definiert, dass alle Nothings weggeschmissen werden und der erste Just-Fall wird genommen und der Rest der Liste wird dann auch weggeschmissen. Deswegen macht es kein Problem, dass wir hier mit einer unendlichen Liste anfangen. Wir kriegen nur einen Just-Fall zurück oder unser Programm läuft ewig. Und ja, wenn es ewig läuft, dann sucht er ewig nach der Antwort, bis er eine findet. Und wenn wir keine Lust mehr haben, brechen wir das Programm ab. So. Kommen wir nochmal zurück zu dieser Geschichte. Wir wollen jetzt ja eigentlich diese Funktion NutWithMonkey fünfmal aufrufen. Und was wir da haben, ist, wenn wir einmal auf Google gehen, was wir eigentlich haben wollen, ist irgendein Mechanismus, um aus A's eine Liste von A's zu gewinnen. Und zwar bietet sich hier Repeat an. Repeat macht aus einem A eine unendliche Liste von A. Oder, wenn wir genauer sind, wir wollen ja angeben, wie viel wir haben, dann können wir auch Replicate nehmen. Replicate macht aus einem A eine Liste mit genau so und so vielen. Also fangen wir erstmal an, hier den Code umzuschreiben. Was wir haben wollen ist... Replicate S, und zwar was wir gerade hatten, NutWithMonkey S. Diese Funktion wird jetzt fünfmal repliziert. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Liste von diesem Gesamten. Okay, jetzt haben wir eine Liste von Funktionen und wir haben eben gesehen, diese Funktion mussten wir mit diesem Operator verketten. Und wenn wir eine Liste von etwas haben und ein Operator immer dazwischen stecken, dann kommt uns das schon bekannt vor. Weil wenn wir zum Beispiel eine Liste von Zahlen haben und wir wollen zwischen alle Zahlen ein Plus schreiben und das ausrechnen lassen, dann machen wir Fold Plus. Wenn wir eine Liste von Zahlen haben und wir wollen zwischen alle ein Mal schreiben und das dann ausrechnen, dann machen wir ein Fold mit Mal. Und genauso haben wir jetzt eine Liste von Funktionen. Und wir wollen die ganzen Funktionen mit einem Operator verketten, das ist jetzt der Kleisli-Operator, dann machen wir einfach Fold mit dem Kleisli-Operator. Und zwar, da es eine Liste ist, bietet sich Fold L an, weil das ist effizienter als ein Fold R. Und da wir keinen Startwert angeben wollen, sondern eher den ersten Wert aus der Liste nehmen sollen, machen wir Fold L1. So brauchen wir keinen Startwert eingeben. Und das Gesamte gibt uns eine Funktion, und wenn wir die auf das N anwenden, dann kriegen wir wieder... Ups, ich habe was vergessen. Ich will das N-Strich natürlich hier raus haben. So. Ich habe Klammern vergessen. So. Wenn wir das jetzt haben, gucken wir uns nochmal die Typen an. Das erste ist wieder unser NutWithMonkey. Das Partial applyen wir mit den Seemännern. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Funktion Nuts nach MaybeNuts. Daraus kriegen wir eine Liste
von dieser Funktion. Also wir replizieren sie so oft, wie wir Seemänner haben. Das heißt, wir haben jetzt hier fünfmal diese Funktion drinstehen. Die falten wir zusammen mit dem Classly-Operator und kriegen wieder eine Funktion raus von Nuts nach MaybeNuts, die das Ding einfach fünfmal hintereinander anwendet. Das wenden wir an auf den Startwert, den wir kriegen, und daraus kriegen wir dann, ob das geklappt hat oder nicht. Und das ist schon unser gesamtes Programm. Jetzt sind wir eigentlich fertig. Wir können das jetzt noch ein bisschen schöner machen, indem wir zum Beispiel sagen, den Wert hier, den verwenden wir sofort. Das heißt, wir können eigentlich den auch direkt binden an not without monkey s. Das können wir auch so machen. Was wir auch machen können, also das ist jetzt, ich mache mal gerade die Markierung weg. So, das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die wir noch haben, ist, dass wir diese Funktion auch verketten. Das heißt, wir nehmen hier das n weg, nehmen dafür den Classly, verketten diese beiden Funktionen und klammern das Ganze und schreiben das n hier hinten hin. Und da ich, wir haben dann noch ein paar Lint-Warnings. Er möchte, dass ich dieses Klammernpaar entferne, weil das überflüssig ist. Ja, jetzt haben wir keine Warnings mehr. So ist der Code nicht ganz so lesbar. Das heißt, ich würde doch wieder zurückgehen und... das... so schreiben. Habe ich jetzt wieder eine Klammer zu wenig? Nee, funktioniert. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir haben uns überlegt, machen wir nochmal ein kleines Recap. Wir haben uns überlegt, wir haben zwei Fälle. Wir haben einmal den Fall, wo die Nüsse, wo ein Segler, ein Seemann die Nüsse versteckt, also die Nüsse aufteilt und seinen Stapel versteckt und dem Affen eine gibt. Und dann wird alles am Ende aufgeteilt und alle sind glücklich. Das ist etwas komplizierter als andere Lösungen. Was jetzt allerdings der Riesenvorteil ist, wir können jetzt hier arbiträr einfach neue Regeln hinzufügen. Wir können jetzt einfach sagen, zum Beispiel, der Affe soll mindestens zwei Nüsse kriegen. Nehmen wir die Funktion mal Double Nut with Monkey. Das ist auch einfach nur schnell geschrieben, wenn wir zum Beispiel sagen, wenn n mod s gleich 2, dann bleiben 2 Nüsse über, then just dann machen wir irgendwas anderes, dann wenn 2 überbleiben, kriegt er ein schlechtes Gewissen und versteckt seinen Stapel nicht. Aber gibt dem Affen die 2 Nüsse, die überbleiben. Das ist eine andere Regel, als wir bisher hatten. Aber die ist natürlich genauso valide und die können wir jetzt einfach so kodieren. Und was wir jetzt machen können ist, wir können die hier einfach einfügen. Wir können jetzt einfach sagen, okay, wir machen natürlich dann einen Seemann weniger. Und der letzte Seemann ist der, der irgendwie dem Affen 2 Nüsse geben möchte, weil er irgendwie tierfreundlich ist. Dann machen wir das so. Und der Code funktioniert genauso. Und wir haben den in jetzt nicht mal einer Minute komplett angepasst mit einer neuen Regel, wo andere Systeme komplett versagt hätten. Und das ist eben das extrem Elegante an Haskell, wenn man sich dran gewöhnt hat, dass man das auf eine andere Ebene hochzieht.
wo jetzt hier die gesamte Magie drin liegt, ist natürlich die Maybe-Monade. Dass wir das alles einfach in Maybe packen können. Das kann fehlschlagen, weiß nicht, vielleicht. Und wir probieren das einfach aus. So, die letzte Änderung mache ich jetzt noch einmal rückgängig. Und dann zeige ich euch auch, dass das alles funktioniert. Wenn wir das einmal wieder rausnehmen. Das ist die originale Lösung, wie wir sie hatten. Und ich habe hier schon ein... Ich muss meinen Vim schließen. Wenn wir jetzt hier Solution 5, dann kriegen wir sofort raus, dass bei 5 Seemännern wir 3121 Kokosnüsse brauchen. Das ist genau das, was wir auch in der Übung hatten. Bei 4 brauchen wir 756 und bei 6 brauchen wir ein paar mehr. Und bei 7 geht es dann schon arg an die Grenze der... 7 geht noch, aber ich glaube 8, 9 oder 10, eins von den dreien habe ich rechnen lassen und das hat wirklich, wirklich lange gerechnet. Und ich vermute, irgendwann ist der Int vollgelaufen, dann habe ich mein Programm nochmal umgeschrieben, dass er statt der Anzahl der Nüsse, statt einem Int, einen Integer haben soll. Und da habe ich das Programm dann nach einer Dreiviertelstunde abgebrochen, weil er immer noch keine Lösung hatte. Ich glaube, das war bei 8 schon. Also das Problem wird richtig, richtig kompliziert, wenn man die Zahlen einfach nur so ein bisschen hochdreht. So, das war eigentlich alles. Zum Schluss nochmal ein kleiner Blick auf den Code. Und das war's dann für heute.